mal, Kito hat so viele Runden geschnürt, die auch viele Emotionen geschürt haben, dass ich ihn overall da als MVP doch nennen würde. Und MVP ist ein gutes Stichwort, denn auf das 2 war er letztes Mal der beste Spieler bei Big, als es gegen Astralis ging und sie dort gewonnen haben. Hoffentlich auf können wir geht's, das heute Leute. Noch einmal hinlegen. Rein da, wo sind die Big Emotes, wo sind die Ratschen? Gebt nochmal Gas für unser deutsches Team hier bei den Blast Premier Springs. Und ja, da gab es schon mal ordentlich auf die Nuss gegen NBK von Tapsen. Da habe ich auch Bock drauf, von der Glock so auf die Distanz in den Kopf geschossen zu bekommen. Alleinkontrolle bekommt Big dann noch dazu. Aber Mantu, der hat sich da gerade ins Auto gesetzt, dann allein. Jawohl, mal gucken, wann sie ihn da in bester GTA-Manier rauszerren können. Wenn wir auf die Utility schauen, fehlt da natürlich... Nein, nee, doch nicht. Tapsen hat tatsächlich einen Molotow. Sie wollen hinter das Auto gucken. Aber er duckt sich halt. Oh, und er kriegt die Hits. Er kriegt die Hits und er kriegt kräftige Hits. Mantu, ich kann immer fallen, jawohl. Oh, ich dachte gerade, ey, aber was für ein Super Mindgame, ruhig ne? Gemacht, ja. Was für ein Mindgame da am Auto. Erste Kreuzung Smoke, dann die Flash zum Rumziehen, zweite Smoke hinterher. Da sollte man sauber crossen können, aber Walde durch die Smoke. Was? Macht der einfach zweite. Mal zwei. Das und der ist will doch. Mehr. Und der kriegt nee. Auch noch mehr. Xantaris jetzt auf dem Spot, Walde lebt noch, kriegt ein paar Killen und jetzt kann Tapsen ihn fraggen. Und so schnell gleicht sich das Ganze wieder aus. Xantaris jetzt mit der Aufgabe, nein, Tapsen ist es, der die Bombe jetzt pickt. Und dann müsste MBK hier schnell sehen und der erste Klick sitzt. Und MBK, der kann jetzt auch nochmal schön sich Richtung nein. Boden orientieren. Leider nein. Nein. Verdammter Mist, ey, aber Walde macht halt einfach wieder drei Smoke-Kills. Also seiner Verteidigung, die hier... Das, nee. Das ist nicht legal, aber klar, die Kante der, auch zu okay. Aim und den dritten, den sieht er halt. Ja, aber die ersten beiden, die waren halt... Die waren dreist. Nee. Da würde ich, also... Meine Lebensaufgabe wird in Zukunft, mir Walde-Demos anzuschauen und zu analysieren, wie viel Prozent Smoke-Kills er macht. Weil ich glaube, das ist schon über der 50er-Grenze. Also heute ist es extrem auffällig. Ja. So, Syrson hat schon mal einen Hit gegen NBK gesetzt. Der ist irgendwie nur Kugelfang da in der Mitte. Aber hat am Ende die Runde noch geklatscht. Alexi Bian kurz. Alarmkontrolle durch Walde. Sehr viel Map-Control gerade für OG. Und der Force-Buy für Big. Hier Xantaris, die Galil bekommen. Der Rest mit Deagles unterwegs. Bis auf Syrson natürlich. An der Scout. Und die sammeln sich jetzt gerade wieder vor Alarm. Und wenn sie da Walde natürlich schnell rausnehmen können, dann wäre das N1. Absolut. Und da ist jetzt auch der Weg hin zu bestreiten. Walde an der M4 hat keine Utility, kann sich da also sehr, sehr schwer helfen. Muss da sofort auf die Frags gehen und das kann er natürlich auch. Aber Refrag-Potenzial ist eigentlich nahezu 100% und er kriegt trotzdem zwei. Mein Geschmack natürlich einer zu viel, aber das ist die einzige M4, die im Spiel ist. Und die hat man jetzt zumindest raus und man kann sie natürlich jetzt auch... gleich picken. Tapsen wäre da zum Beispiel ein Kandidat, um von der Deagle zu upgraden. Nimmt die sich jetzt auch. Aber bleibt weiter auf lang stehen. Kito, nochmal die Smoke rüber. Und die Frage ist, möchte man da jetzt überhaupt noch crossen? Da fehlt halt nur nochmal eine wichtige Komponente. Und das ist eben die Cross-Smoke. Na, sie haben ja die tiefe Cross-Smoke geworfen. Das war ja der Fixpunkt eben. Es geht nur darum, dass sie das Timing noch erwischen. Eine gute Position von Issa. Syrson raus. Das ist sehr viel Druck, der da vor allem von Mantu weggeht, aber Tapsen, der hat die Galil übernommen. Kito kriegt die nochmal, die heiße Kartoffel wandert weiter. Am Ende sind es zwei schöne Shots von Mantu, die zweite Runde für OG Esports bedeuten. Ja, und auch Inferno lief es ja auch nicht von Anfang an für Big, die sich hier, die hier auf der T-Seite starten müssen, denn es ist ja ihr eigener Map-Pick, auf dem gespielt wird. Jetzt kommt erstmal wieder die Full-Eco, so wie es aussieht. Viele Glocks und nur bei Kito die Deagle. Wir wissen alle warum. Oh, wie sie gewartet haben. Wir haben es vorhin gesehen, was er daran leisten kann. Gucken, ob er das heute hier wiederholen kann. Und die T-Seite natürlich vermeintlich ein kleines Manko, aber oh, Mantu. Und der erste Frag hier gesetzt. Gucken, ob noch ein bisschen was geht hier in der Eco für den B-Clan. Ja, Kito, der zeigt mal wieder, was er an dieser Deagle kann. Wirklich absolut crazy. Aber es bleiben 56,1% auf der T-Seite und 45,5%. Oh mein Gott! Hör jetzt endlich auf! Was ist das denn gerade hier bitte für einen Deathmatch-Modus, den Mantu spielt? Und wie frech mich einfach hier beim Reden zu unterbrechen, ja, aber der letzte Mantu. Also, du warst da gerade schön drin in deinem Monolog. Ja, und dann kommt er hier und macht so eine... Also das ist ja Quatsch. Ne? Das kann ja nicht sein.
Also wir haben dich gerne in der deutschen Szene behalten, Manto, aber langsam ist auch wirklich mal die Grenze der Toleranz erreicht. Seit du da raus bist, mag ich dich nicht mehr. Nein, Spaß. Manto war immer ein Spieler, dem man gerne zugeschaut hat, weil er die verrückten Sachen gemacht hat. Und die haben auch häufig funktioniert. Das hat mich sehr gefreut für ihn, als er von der OG gepickt wurde. Denn er hat diesen Schritt in Richtung Top-Level Counter-Strike auf jeden Fall verdient gehabt. So, hier erstmal lang Kontrolle für Big. Die Kontrolle gibt OG auf. Das ist jetzt so eine Umstellung, wo man Richtung kurz boostet. Aber dadurch, dass man sich auch um die Mitte-Kontrolle kümmert, ist das nur ein Spieler, den man kurz bekommt. Und eigentlich auch keine Info, ob da was über kurz durchläuft. Deswegen müssen sie eigentlich kurz entgegengehen. Ich verstehe nicht ganz, was OG gerade macht. Lass Manto mit der Scout kurz anzielen und dann wird gleich der A-Zugriff von Big überall ankommen. Oh, gehen wir weiter vor. Noch hat man das nicht so ganz auf dem Schirm. Das ist gerade eine gute Möglichkeit, da direkt eine Entry zu ziehen. Und jetzt natürlich die Attention da. Smoke kommt. Molly soll das Ganze nochmal ein kleines bisschen delayen. Alexi B, der pusht direkt erstmal wie ein Wilder da rein. Was? Nicht schon wieder! Irgendwann ist heute auch mal gut. Nee! Ja, ach komm, ich mach Feierabend. Nee! Das gibt's doch nicht! So, komm, Rische, jetzt einmal bitte wegklatschen, die Jungs da. Denen mal wieder zeigen, wie das hier normal gespielt wird. Ah, reicht leider, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Erst Walde, jetzt Alexi B. Ja, aber also der ey, zweite bitte. Ist ja wohl mal komplett. Wie? Ja, gelackt! Und das Timing gegen Tizia aber auch noch. Meine. Oh. Ey, das gibt's nicht. Also ich bin gerade wirklich schockiert. Aber nochmal, auf Inferno ging's gut los und am Ende verlässt OG Esports das Glück. Es ist immer so. Es ist immer so. Sie sind so ein Team, das häufig mal auf dem 5., 6. Platz vor einem Event abschließt. Bei 4 Teams in der Gruppe wisst ihr, was ansteht. Und vor allem, wenn Nip Astralis geschlagen hat, ne? So, Tapsen. Schon mal die Schlitzflash ready. Und wieder geht Big Richtung A lang. Da könnte man natürlich sagen, wirkt ein bisschen eindimensional, aber ich vermute, dass Big sich OG Esports Richtung A lang zurechtlegt. Manto, oh. Der hat das Timing verpasst, wechselt gerade und das ist natürlich jetzt der Freifahrtschein eigentlich Richtung kurz. Alexi B, aber instant mit dem Shot gegen Sirson. Aber noch lebt Kito und er hat eine Deagle. Also 4 Spieler von OG können wir schon mal wegdenken. 4-1 Situation für Big. Aber man ist ein bisschen gefangen gerade hier auf kurz. Hat jetzt keine weiteren Optionen mehr. Na, kurz ist die beste Option, um Bombenplan zu bekommen. Smoke-Kombination, die nötige, um da durchzukommen, haben sie gemacht. Jetzt haben sie noch einen Molly wahrscheinlich Richtung Schräge ready. Wichtig sind eigentlich die Flashes. Ich glaube, Mantu musste sich jetzt auch vor einer wegdrehen. Gut geduckt, Alexi B mit dem Kill, da kommt sie kurz allerdings sehr schnell ran. Jetzt noch schnell den Bombenplant mitnehmen. Ah, mussten sie abbrechen. Abgeworfen. Keine Chance mehr. Also für den Bombenplant nicht, machen. Für gar nichts. Nicht mal die Deagle ist ihm hier hold. Die 5. Runde bereits für OG Esports. Naja, auch wieder Alexi B, perfektes Timing für Molotov, Sirson läuft rein, Entry gesetzt. Und dann auch super früh der Druck da, nachdem sie auf kurz vorgehen, dass man direkt hinterher geht. Und damit halt nicht mal der Plant am Ende des Tages den Weg aus dieser Runde mitnehmen kann. Und jetzt gibt es auch die erste Timeout auf das 2. Loot sehen wir hier gerade noch nicht reden. Scheint also eher teamintern zu sein, eher Tapsen wahrscheinlich zu sein, der hier Input gibt. Und dann nochmal den Schweiß von den Händen trocknen. Mhm. Deswegen haben wir alle Taschentücher an unserem Schreibtisch. So, und damit frisch wieder rein in Runde Nummer 6. Ja, mal gucken. Eventuell verlagert sich das Spiel jetzt auch mal Richtung B. Bisher macht OG Esports den Job halt auch gut, wenn auch, sag ich mal, ein bisschen glücklich mit den ganzen Smoke-Shots, die sie setzen. Aber das ist meistens auch sehr, sehr kalkuliert. Aber schönes Ding hier. Das war nicht mal ein Bang, sondern ist damit einfach aus der Luft durch diesen kleinen Schlitz gepflückt. Und Tizian schnell durchgeflasht in den Pit. So, und da. Walde macht das, was er am besten kann. Aber diesmal natürlich auch Tapsen. Willst du mich natzen, Walde? Ich komm dir gleich durch meine Internetleitung. Die ist nicht groß genug in Deutschland. Ich weiß.
Ich gehe also. Oh, E ist halt auch schon wieder unglaublich gut. Ja, komm. Hast du es gesehen? Jetzt bräuchte der eine Flash, um da was zu machen. Jetzt tu nicht so, als wäre das nicht so, Mann. Mensch. Ja, komm, du siehst den doch eh schon. Mach nicht einen auf Legend. Ja, natürlich wieder. Oh, nee. Nimmt auch noch Sirs und raus. Zieht sie ja mit dem Peak NVK jetzt ja auch noch, aber noch lebt. Ist die Bombe im Element, oder was? Nee, haben sie. Okay, die Bombe haben sie. 2 gegen 2. Komm, jetzt gönnt euch die Runde. Tizian, Eskalation. Nice! Jawohl! Junge, wie Walde diesen Shot verdient hat. Noch unnöcher. Aber bitte jetzt nicht einzelnen Manto rein. Komm schon, Kito, komm schon. Gib Kito ihm. Kito sitzt es erstmal aus. Gib ihm. Auf geht's. Er kann es aussitzen. Ja, ja. Er kann einfach es aussitzen. Manto ist super langsam unterwegs. Jetzt weiß er aber, wo der Spieler ist. Yes! Und er. Jawohl! Auf geht's! Runde geht an Big. Sehr schön. Auf geht's. Ey, Mann, und hoffentlich ist das Glück von Walde jetzt mal aufgebraucht. Hier nochmal der Schuss von muss eigentlich fast schon jetzt mal was Schnelles Richtung B kommen. B ist Bild, kommt irgendetwas, wo man Walde vielleicht mal so ein kleines bisschen dodgen kann. Das ist wirklich nicht mehr feierlich, was der hier auf dem Server klatscht. Also nicht, dass ihr denkt, wir denken wirklich, dass der cheatet, Leute. Absolut nicht. Absolut einfach nicht. Einfach nur sehr krass zu sehen. Wie gut sein, ich sag mal, Spielgefühl in der Situation ist gegen die Smoke an der Lang. Wahrscheinlich, weil er es schon 100.000 Mal erlebt hat. So, hat Sirson jemals Emotionen gezeigt? Ich glaube, dreimal in seinem Leben. Die wahrscheinlich nur seine Mama antwortet. Hochzeit, 6. und 12. Geburtstag. Ah, okay. Das waren die Momente in seinem Leben. Er ist verheiratet? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Irgendjemand von Big verheiratet? Nicht, dass ich wüsste. Scharniersmoke und Kito ist die Mitte schon raus. Junge, haben sie nicht mitgerechnet, aber leider geht die Finte nicht ganz auf. Aus der Richtung eine CD-Base-Smoke zu werfen, habe ich auch noch nicht gesehen. Und seht euch einfach mal an, wie Kito hier dafür sorgt, dass sie mit dem B-Split rechnen, aber gleich 4 Leute aus den Cutters explodieren werden. Na, das ist natürlich die Erwartungshaltung, die sie da jetzt brauchen. Dass super viele Tension von den B-Splittern Richtung Mitte geht. Aber Kito muss natürlich auch aufpassen, dass er jetzt nicht gleich vom CT angegangen wird. Yes. Kito hat den ersten. Wichtiger Kill. Und er will mehr, aber jetzt wird er gebankt von Walde. Issa. Und die laufen natürlich gerade ordentlich in Reihe geschaltet. NBK schaltet sich da auch noch mit rein. Sirson mit dem wichtigen Kill. Und Sirson braucht mehr und der geht nicht rein. Und dann kann NBK das hier vollenden. Also auch der B-Split, den ich ja gerade fast schon die Runde davor aufbeschworen habe, führt hier nicht zum Erfolg. Aber wie geil sie den eigentlich vorbereiten. Das war so gut gemacht, dass sie... Das hat was von dem B-Split auf Inferno. Ähnliches Muster. Ja, genau. Sie spielen... Sie schicken erst den Spieler Mitte raus. So auf Verdacht, dass da jetzt keiner mehr anzielt. Wahrscheinlich, weil sie an B noch was gemacht haben. Und dann kommt die Scharniersmoke, mit der man normalerweise kurz hochgeht. Das ist halt nochmal dieses Leveln auf den nächsten Schritt. Und Junge, jetzt fängt Issa mit der AWP auch noch an, gut umzudrücken. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Aber gut, es ist nur eine Eco von Big. Da sollen sie drücken, wie sie wollen. Aber es ist natürlich jetzt schon mal die installierte Doppel-AWP. Wir hoffen, dass die uns nicht allzu lange hier Kopfschmerzen macht. Oh, NBK. Der möchte auch noch ein bisschen mehr. Und Sirson, immerhin der eine. Ach, dann da reicht die Nate. Da reicht die Nate zum Schluss. 7:1. Das ist natürlich ein verkorkster Start für Big hier auf der zweiten Map. Da bin ich umso fröhlicher, dass man Inferno noch gewinnen konnte. Jetzt können sie wieder kaufen. Bisher auch relativ wenig über kurz gesehen. Es war die eine Eco, die sie über kurz gemacht haben bei Big. Wäre vielleicht jetzt auch mal an der Zeit, das Match, die Map so ein bisschen über die Standardposition anzugehen. Aber erstmal darf Tizia ein bisschen was analang probieren. Ein Junge, der hat da noch eine zweite Flash rausgehauen, ne? Aber es gibt erstmal keine Gegenwehr und immerhin schon mal der erste Kontrollpunkt, den man sich quasi als grün markieren kann. Da sieht man aber auch wirklich, dass OG Esports diesen Alang-Fight gar nicht erst angehen möchte, ne? Sie sagen sich, wir haben Walde, der schießt so gut durch die Smoke an der Kreuzung, da brauchen wir nicht einen Alang-Fight. Wir warten bis zum Cross. Genau. Dann werden die Chancen besser. Bisher haben sie es halt auch wirklich gut verteidigt. Oh, und Tunnels jetzt auch noch ausgeschlossen gerade parallel von OG Esports. Das macht es natürlich jetzt nochmal ein wenig unangenehmer gerade. Super viel Information.
aber die AWP ist an B. Und Alexi B hat die zweite AWP. Die steht, glaube ich, jetzt auch noch mit an Kurz. Boah, sie haben Kurz offensiv ausgeschlossen. NDK ist Mitte durch. Sie wissen 100%, wo sich B gerade aufhält. Und ja, das ist natürlich jetzt Katastrophe. Nate fliegt auch direkt perfekt rein. Sie fangen jetzt halt an, mit der Utility zu blocken, das Ganze aufzuhalten. Oh, das Timing ist da. Gerade weg, Alexi B. Kito, das Timing, um mir doch nochmal den Entry zu setzen. Tapsen legt einen drauf, Kito jetzt down und noch auf dem Spot Walde. Der nimmt noch einen, aber dann ist Xantaris da. Wichtiger Shot. Ja, Xantaris müsste jetzt zum Plant kommen, aber er hat halt keinen Support. Ich denke, besser Plant, der jetzt drin ist. Junge, hat er gerade nochmal gepiekt? Ist das sein Ernst? Ist er? Nochmal ein Molotov ans Element. Jetzt kommt der Bombenplant. Schön an der Zweierbox. Sogar sehr schön offen für... Da kommt eine knackige Nades. Split, ja. Er muss halt irgendwie wegkommen. Nochmal auf Zeit spielen. Irgendwie überleben. Und beide Spieler von OG Esports unten über die CD-Base. Da sollte sich Xantaris wirklich ganz klein machen. Wenn ja, er sich so hat einen guten Winkel, aber die Flash ist auch gut. Xantaris für den Refrag da. Er kann auch seine Position hier und sein paar AP immer noch mal den Frag rausholen. Mantu. Er findet nichts, aber Xantaris pflückt ihn gemütlich aus der Luft. Hey, schön den One-Shot, ne? Schön den One-Shot noch reingedonnert. Geilo, Milo. Einfach fürs gute Gefühl. Fürs gute Gefühl, ey. Starke Runde von Xantaris. Der wichtige Refrag gegen Walde. Dann hat der nächste wichtige Refrag und dann der Tap. Komm, den will ich jetzt aus der Sicht sehen. Ah, okay, kriegen wir nochmal clean. Oder? Ja, da sehen wir ihn. Da hört er wahrscheinlich den Step. Oh, der war gerade noch im Fallen, ne? Sison hat, glaube ich, noch gesehen, dass da jemand drüber gesprungen ist. Jetzt hier Langkontrolle. Wieder zieht sich OG Esports zurück. Und nicht so viel durch die Smoke Spray gegen Walde. Und jetzt halt die Folgerunde und OG wäre broke. Und dann kann man hier nochmal exzellent zurückkommen auf der Halbzeit. Da liegt jetzt viel Potenzial drin und Sirson schöpft es jetzt zum ersten aus. Jetzt muss natürlich noch weiter nachgelegt werden. Sirson kann natürlich jetzt schön den Cross in der Mitte abfangen, während es für seine Mates auf lang weiter nach vorne geht. Oh, da gibt es die Instant-Anschuss hier erstmal. Und Kito fällt auch noch. Bombe liegt jetzt wirklich ungünstig, aber Sirson kann aus der Mitte nochmal agieren. Walde geht nach vorne. Walde! Boah, viel AP, die da verloren wurden, aber Sirson geht auch nochmal gegen den letzten B-Spieler vor. Big hat die Folgerunde und man ist bei OG jetzt in der Eco. Das ist der Turnaround-Punkt dieser ersten Halbzeit. Wir gehen sofort in eine taktische Timeout. So, ich starte auch nochmal kurz meine Clean-Feed-Verbindung hier neu. Falls es da gerade ein Lag gab, Entschuldigung. Aber da hat Sirson eine starke Runde hingelegt, den Kurzspieler geholt. Dass Big die Alarmkontrolle for free bekommt. Sie spielen das so oft an. Ich glaube, sie wissen, dass OG Esports nicht gerne diesen Alarm-Fight eingeht. Und das sind jetzt eben doch mal zwei Runden in Folge gewesen, wo Big diesen Move gewonnen hat. Und das ist vielleicht genau die Situation, wo sie OG Esports haben wollten. Das ist der Moment, in dem Big eventuell, man kann nur spekulieren, man steckt ja nicht drin, anfängt das Game mehr in Richtung Mitte, mehr in Richtung B oder vielleicht auch in Richtung Kurz zu verlagern. Jetzt habe ich alles genannt, es kann, eines davon muss richtig sein. Irgendwas wird treffen. Auf jeden Fall. Ja, aber sie können auch die Situation natürlich nutzen, um jetzt dem Spiel endlich auch ihren Stempel aufzudrücken. OG hat sich bis jetzt sehr, sehr sicher gefühlt in dem, was sie gespielt haben. Und jetzt kann man mal ein bisschen befreiter aufspielen. So, und es soll erstmal ein weiterer lang executed werden. Bis jetzt das Spiel halt super lang lassen von Big. Und du hast ja schon angesprochen, OG, jetzt natürlich die Eco, aber generell geht halt die Duelle da einfach nicht ein und spielt es dann eben mit zwei, drei Spielern vom Spot aus. Aber OG rotiert gut. Sie merken, dass Big genau das gleiche macht, was sie vorher gemacht haben, nur etwas verzögerter die Alarmkontrolle eingenommen. Da ist dieser Triple Pull. Oh, das kann ganz böse enden. Two on two. Sison mit Problemen. Aber beim letzten ganz sicher, das sind trotzdem drei Waffen, die man verliert. Du sagst es. Sehr, sehr teuer für Big gewesen. Deswegen die Freude jetzt auch nicht wirklich groß, dass man das nur mit zwei überleben kann. Gegen die Full Eco. Mittelschwere Katastrophe eigentlich, da so viele Waffen daneben noch zu lassen. Aber gut, wenn es sich eben im langen Spielverlauf nicht rächt und man eben nicht mehr in Geldschwierigkeiten in der Halbzeit hier kommt, dann ist es im Endeffekt auch egal. So, und jetzt haben wir keine AWP mehr bei OG Esports. Und ich finde, Big hat mittlerweile auch eine gute Option, eventuell darin eben genau das, was sie über viele Runden jetzt angestrebt haben, auf Lang nur zu faken. Und jetzt guckt ihr an, was OG Esports hier macht. Jetzt gehen sie mal zu dritt aggressiv gegen Lang gegen, während Big komplett die Mitte durchgeht.
Und eventuell ist das jetzt der B-Split. Ist er. Oh, viel Damage. Schön. Aber nur einen gemacht, das ist gut. Damit ist der, damit ist NBK alleine auf dem B-Spot. Über kurz noch der Druck, das heißt, Alexi B kann sich hier nicht ganz sicher sein. Jetzt gehen sie doch nochmal komplett in die Cutters. Sie hätten so gut splitten können. Der Drop von Tabs müsste auch gehört worden sein, aber jetzt mal ein richtig knackiger Go hier. Keine halben Sachen, Leute. Rein da auf den B-Spot. NBK steht wieder im Auto. Den ersten schon mitgenommen. Jetzt warten sie da hinter der Smoke. Können sie jetzt mit dem Kurzdrop noch was machen? Sirson. Oh, Sirson, der kommt aber weg. Das ist wichtig. Guck dir Tabs' Position an. Der kann jetzt richtig abfahren. Tabs, jawohl! Oh. Junge, er ist echt noch mal kurz hochgegangen und gedroppt. Der war doch längst runter Richtung Katas unten. Er ist über kurz zurück. Junge! Er ist aber nicht weiter zurückgegangen. Er hat dann kurz gewartet für den Cross an den Doors und ist dann noch mal wieder kurz zurückgesteppt und hat den Drop gewagt. Was ein Play. Junge, da hat aber Tabsen gerade 4D Unterwasserschach mit OG Esports gespielt bei dem Move. Heftig. Hammerhart. Und ich habe ihn die ganze Zeit auf der Wingback gesehen und gedacht, wann kommt dein Moment? Passt das Timing mit dem Job? Und Sirson musste natürlich auch erstmal diese beiden Kills machen, sonst wäre das alles wahrscheinlich vertane Arbeit gewesen. So, und direkt wieder die Eco. Oh, Tabsen. Ah, da gibt man lieber auf. Ja, aber Kurzlücke ist da. Genau. Und die kann man natürlich jetzt auch wunderbar ausspielen. Die Langspieler links liegen lassen. Kito zielt das ab, falls sie da durchpushen. Schönen Bombenplant für Kurz. Und jetzt werfen die eine Cross-Smoke als CTs Richtung Lang, bevor die Bombe gelegt wurde. Oh, Junge, Tizian schon down. Kito hat dann seinen Frag noch gemacht. Probleme wieder bei Sirson gegen die Pistolen. Wie ist das für Kito gerade passiert? Frag mich nicht. Das ist so wild, so schnell, ich komme gerade nicht wirklich klar. Also Kito hat eigentlich im Backstep gespielt von Lang, wenn ich es richtig gesehen habe, und ist dann gegen die USP reingelaufen. Pech gehabt, wahrscheinlich im Langhäuschen, weißt du? Ich glaube, er hat den ersten Pusher abgefangen und der war Bait, dass er reinläuft. Aber es ist gerade einfach nur, wild, was passiert. Egal. Da stehe ich mit meinem Namen für. Eco wurde weggehauen und ja, man hat wieder wahrscheinlich ein bisschen viel verloren. Ja, es wurde wahrscheinlich wieder ein bisschen zu knapp, aber das ist alles wahrscheinlich egal, weil es keine wirklichen Auswirkungen mehr haben wird auf das Geld vom Weg. Zumindest wenn diese Runde jetzt hier erstmal wieder glatt geht und man geht wieder lang gegen und jetzt hat er die mit. Ach, er rechte nicht mit dem Spieler, der schon durch ist, versucht noch rüber zu flicken und jetzt Kito und er setzt den Spray weiter durch. Junge, was da in den Spray-Control von Kito. Das sind direkt mal 3 Frags für B Kanal lang, aber die wollen anscheinend B raus und der bleibt einfach stehen. Warum bleibt der einfach stehen? Rotier doch B! Jetzt bitte Abbruch! Ab Richtung A! Auf geht's! Tizian, Kito ist auf lang schon durch. Kito ist auf lang durch, aber Tizi kommt nicht weg. Er muss den Frag setzen. Er setzt den Frag. Und Kito hat die mit der AWP. Ey, was spielen die denn hier gerade? Das ist doch kein Counter-Strike. Das ist wirklich komisch. das ist wirklich... Als gäbe es irgendwelche Abstandsregelungen teilweise, die man einhalten müsste. Und jetzt müsste man konträr zu seinen Mates laufen teilweise. Ja. Ich meine, geiler Spraydown. Ja, keine Frage. Richtig gut. Und Rugger denkt sich, ey, wie könnt ihr den nicht traden? Ja, also die Zeit war da, ne? Der Spray war nicht instant. Es hätte durchaus ein Zeitfenster gegeben, wo Alexi B normalerweise wahrscheinlich auch den Frag drückt, aber das ist uns egal. Alexi B jetzt wieder. Aber Sirson hat den Winkel. Hat er gesehen? Ich glaube, er hat ihn gesehen. So würde er nicht hinterhergehen sonst. Denke ich auch nicht. Bin ich mir sehr sicher. Ja, jetzt scheiß drauf. Jetzt scheiß drauf. Jetzt wollen sie das, glaube ich, ein bisschen schneller spielen, Anna Lang. Dann hat OG natürlich auch nicht die Gelegenheit, das so gut vorzubereiten. Aber immer wieder diese Nades. Jetzt hört mir doch auf mit dem Run-Boost. Na, ich glaube, sie wollen nur boosten. Sechster Kiste down. Walde weg. Durch die Smoke. So schön kann die Halbzeit enden. Genau. Das tut gerade richtig gut, Walde so verreckend zu sehen. NBK. Die harten Kaliber auch. Die harten Kaliber, ja, natürlich. Hör mir auf, ey. Tapsen, was? Er kriegt die nicht durch, aber Kito und Tizian sind zur Stelle. Genau, Issa gibt jetzt ein bisschen Gas an der Lang, aber die Bombe schon fast zur Hälfte runtergetickt. Er hat kein Defuse-Kit. Und da kriegt er von Kito auch direkt die Schelle, Leute. Das ist echt noch eine 8:7 Halbzeitführung für den Big Clan geworden. Denn es geht doch. Irre. Da stimme ich meinem Kollegen hier zu. Wir machen eine kurze Pause, Leute, und sind in 2 Minuten wieder für euch da.
Ja, das ist das verrückteste Stück Halbzeit, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Okay, ich habe letztens Cloud9 gegen EG gecastet, was glaube ich, das war noch verrückter. Aber das war auch NA Counter-Strike. Das hier ist anders wild. Sehr geiles CS, das wir gerade sehen. Willkommen zurück zur Halbzeit 2 zwischen Big und OG auf das 2. Desiree und Hitchinski immer noch für euch am Start. Ja, und ich finde das sehr vorbildlich, wie viel Obst da gegessen wird im Hause Big. Ja, absolut. Also muss das Mentos wurde, glaube ich, auch gerade nochmal rüber gedroppt. Also definitiv. Also da ist Brüderlichkeit, gute Ernährung, da kommt einfach vieles Schönes zusammen. Hätte auch ein Werbeclip sein können. Und jetzt gehen wir in diese Halbzeit hinein. Die braucht keinen Werbeclip, die hat eigentlich mit ihrer ersten Halbzeit hier schon genug Werbung für diese Partie gemacht. Jawohl. Syrson spielt ein bisschen aggressiver. Zwei Leute Cutters unten. Merkt natürlich, dass Syrson sich da zurückgezogen hat. Bombe ist in den Cutters aufgestellt von OG Esports. Ja, und Big spekuliert auch so ein bisschen auf B, wenn wir uns den Aufbau auf der Karte gerade anschauen. Liegen sie damit wahrscheinlich auch richtig. Ah, Kito solo da an der K-Position. Das ist im Endeffekt alles, was man hier neben der Mitte-Deckung natürlich für den A-Spot gerade tut. Aber du sagst es schon, es scheint genau die richtige Entscheidung zu sein. Ja, auch da NBK, wenn man da durch die Mitte durchgeht, kann auch ein schönes Bait-Setup werden mit dem Spieler, der sich dann Richtung... Oh Gott, tapsen! Und das war der Utility-Träger, direkt down. Und so kann der Plan natürlich weggehen. Super Flash von DC, aber es reicht nicht für Walde und damit kann er nochmal reingehen. Jetzt geht man einfach mit den B-Spielern zusammen fighten und kriegt beide. Das macht natürlich den Weg auf für Mantum, auf den Spot zu kommen. Und der hat 9 AP, findet sich im 1 gegen 3 wieder mit. Und das sei noch dazu erwähnt, der Bombe down in der Mitte. Also eigentlich kann ich mir viel anbrennen, aber wir haben vorhin Syrson gesehen, was er noch aus so einer Pistol-Round machen konnte. Und demher wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Mantum gerade so blind gewesen, der dachte... Der wacht in Skyrim wieder auf. 9 HP, ey, komm damit. Das kann er nicht klatschen. Jetzt hat er sich mit dem Waffenkopf daran. Junge, starker Shot auf Xantaris, aber bum bum vorbei. Was eine Runde von Tizian. In der Mitte. Und ja, so gut der erste Shot hier gegen Tapsen war. So viel Utility auf den Boden fliegt. Am Ende sind da wirklich 3 Leute zur Stelle, um den Tod von Tapsen zu rächen. Das ist wirklich... ganz stark geredet, vor allem von Big, dass sie so stehen. Ja, weil sie gehen halt, im Endeffekt spielen sie dann sehr kurzfristig fast 4 Spieler in der Mitte. Nachdem Tapsen fällt, die B-Spieler instant in die Rotation runter zum Support. Und da rechnest du natürlich auch auf der anderen Seite nicht mit, dass du dann nochmal 2 Spieler direkt vor dir hast, dass der B-Spot komplett aufgelassen wird. Und allein dieser Überraschungsmoment, dieses Doppelpeaks von Xantaris und Tizian. Und damit diese zweite Pistol Round in ihre Richtung. Kein Plan für OG Esports, alles wichtige Dinge erstmal. Tizian, Anti-Flash, Ana lang in der kleinen Ecke. Aber der klassische Eco-Aufbau, OG Esports, läuft über kurz. Und Syrson hatte Probleme gegen die Pistols, aber da war der Treffer drin. Schön noch nachgezogen. Hat er nicht geschossen sehen, man hat ihn nicht auf dem Schirm gerade, aber jetzt hat man ihn gesehen. Die Bombe ist auch down. Das ist dann ruckzuck durch, flawless das Ganze an den Big Clan. Aber es war halt eben die Eco und nicht der Force Buy, wie wir ihn häufig gesehen haben auf der T-Seite. Deswegen jetzt schon die erste Waffenrunde von OG Esports. Genau, man hat natürlich jetzt ja Waffen natürlich noch in großer Anzahl dabei, die jetzt im Nachteil sein werden. MP7 bei Kito, MP9 bei Tizia und Scout bei Syrson. Wenn man das jetzt hier gewinnt, natürlich ein starker Bonus in vielerlei Hinsicht. Dadurch, dass man Waffen des Gegners picken kann, sein eigenes Geld weiter stärkt. Aber natürlich auch viel Risiko drinne, weil der Waffenvorteil natürlich ganz, ganz groß ist jetzt bei OG. Aber Tapsen kann den natürlich auch minimieren, indem er zum Beispiel so ein Close Distance zu Elder eingeht, indem man aggressiv hineingeht. Tapsen fällt, aber Tizian legt einen drauf. Und jetzt ist man quasi zu dritt kurzfristig da an den Tunnels gewesen. Raumausschluss ist da, aber schau dir den A-Spot an, er könnte nicht nackiger sein. Ja, das stimmt. Jetzt haben sie Kito in der T-Base aber abgefangen. Schön noch reagiert und NBK geholt. Der B-Spot wäre auch offen gerade. Leider kassiert auch Syrson noch einen Hit. Und Alexi B. heute wirklich gut unterwegs. Xantaris im One-on-Three kann zumindest auf die AK wechseln und rechnet jetzt ganz logisch damit, dass der Rest von OG bereits Richtung A unterwegs ist. Aber tatsächlich gehen Walde und Mantu ganz langsam Richtung B vor. Ja, und die wissen natürlich auch nicht. Xantaris wartet in den Lower Tunnels. Wo hat er sich positioniert? Und jetzt natürlich ein Zeitfenster da, wo sie ungesehen gemütlich auf den B-Spot marschieren können. Und Xantaris da wenig dran ändern kann. Trotzdem eine interessante Idee. Ich denke, mit den Waffen musst du immer ein bisschen was wagen. Und das haben sie getan. Kriegt Tapsen zumindest das erste Duell in den Lower Tunnels. Geht das Ganze nochmal vielleicht in eine etwas andere Richtung. So
muss es jetzt eben dieser 1 gegen 2 Clutch sein von Xantaris, wenn er es denn überhaupt noch angehen will. Eine AK ist sicherlich auch nicht, oder der Nutzen der AK ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, das, ich hätte sogar gedacht, dass Xantaris das angehen kann. Er hat eine Smog, er hat eine Flash, eine HE. Problematisch ist, dass in den meisten Fällen vom Loch aus Richtung City Base gedeckt wird. Das war die Gelegenheit, eigentlich die Runde direkt mal mit einem Kill zu eröffnen. Oh, die Nate, die habe ich gar nicht richtig mitbekommen, ey. Das war ganz stark gespielt von hier oben, von Alexi B. Ja, aber genau, kein Timing mehr. Deswegen, Xantaris hatte in dem 1 gegen 2 dann keine andere Wahl, als zu sagen, er geht entweder A oder B. Und hat sich dann leider für den falschen Spot entschieden. Aber das kommt vor. Er kann eine AK mitnehmen, du hast es angesprochen, Bonusrunde, weil sie davor auf Flawless gespielt haben. Und ja, das sollte jetzt nochmal eine Buy-Round für Big sein, auch mit einer AWP für Syrson. Und keine AWP bei Mantu auf Seiten von OG Esports. Ja, und auch da muss man dann irgendwo auch den Damage sehen, den man an der Economy von OG Esports gemacht hat. Sie wären instant wieder in der Eco, sollte Big jetzt hier direkt eine Runde hinterherlegen. So, Tizian. Direktes Duell auf Lang gewonnen, Entry sofort gesetzt und vor allem Lang halt direkt abgeblockt und einen großen Teil, einen wichtigen Teil der Map direkt erstmal für sich kontrolliert. Dafür ist man auf kurz noch relativ passiv. Wir schauen uns den Aufbau auch von OG Esport an, haben sich von Lang komplett wegorientiert und jetzt stehen alle Zeichen erstmal auf B-Split. Da wartet Tapsen in der Mitte am CT-Spawn. Natürlich der Weg über kurz, immer noch eine valide Option. Da scheint man sich jetzt auch zumindest mit zwei Spielern erstmal hinzuorientieren. Syrson schon das Ärmchen gesehen. Duckt sich sogar lieber weg, möchte hier die Treppe durch das Feuer anzielen. Oh nein, Papsen! Geht sogar direkt ins Duell. Da wissen Xantaris im Kito natürlich, was abgehen kann, nämlich der B-Split. Kriegt Xantaris da vielleicht so eine Flash? Lässt den ersten reinlaufen. Gutes Duell hier. Kito aber down. Und dann geht auch Xantaris zu Boden. Und das hier wird die 9. Runde für OG Esports. Kannst du nichts dran ändern. Das war gut vorbereitet von OG. Das Timing gegen Tapsen war super. Die CT-Seite auf das 2er generell schwer, was Timings angeht. Da kann auch ganz viel schief laufen, wie man gerade sehen konnte. Ja, man hält halt in der Regel einen Bereich sowieso offen. Und das war natürlich jetzt gerade Worst Case. Und Tapsen in der Sekunde nicht den Blick runter. Und dieser Entry-Frag öffnet halt einfach alles für OG Esports in dieser Runde. Und jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wie wird Big dieses Geld jetzt hier einsetzen? Man hat Syrson mit der AWP durchbekommen und Tizian an der AK. Syrson würde so viel Geld kriegen, eine weitere Waffe theoretisch zu legen. Der normale Weg wäre aber natürlich jetzt die Full-Eco und mit den beiden Waffen eben zu spielen. Ja, ein Drop reicht halt nicht, ne? Da sollte auch Syrson wahrscheinlich gucken, dass er nicht zu viel Geld drin hat. Galil-Drop wäre auch noch drin, da fliegt die. Da fliegt. Oh, was? Ach, Galil-Drop, was laber ich denn? Im 4-Drop, ja. Sie kaufen tatsächlich. Aber halt mit zwei Deagles dazu, ne? Das ist halt schon. Das ist halt schon Commitment von Big. Aber sie sind ja in Führung. Sie können sich so ein Commitment auch mal leisten. Wenn Syrson jetzt halt. Syrson, no! Aber das ist so dreist! Aber er weiß halt auch genau, dass Mantu wahrscheinlich diesen Winkel spielt. Und das ist so ein schöner Pick, den Mantu da gezeigt hat. Hier auch nochmal die Scharniersmoke. Habt durch den Fixpunkt hoffentlich alle gemerkt. Denn die sollte inzwischen jeder drauf haben. Daystray hast du auch drauf, oder? Absolut. Scharniersmoke ist mein Favorite. Ich finde immer noch weird, dass es funktioniert, aber es ist halt schon so lange so. So, jetzt von Tizian hier noch so eine schöne Schelle. Oh, ich will richtig gute Flashes von OG. Tizian verbrennt fast komplett. Issa holt ihn dann. Der kann die Kurzkontrolle halten. Da gehen sie, glaube ich, auch schon wieder dazu über zu saven. Ja. Langatmige Runden, die wir hier gerade begutachten dürfen. Und sie gehen fast alle an OG Esports. Das wird der Ausgleich sein. Ja, auch da wieder auf den letzten Metern des Executes durchgekommen. Gut. Damit natürlich jetzt der Loser-Bonus so hoch, dass ich mir wieder gut vorstellen kann, dass sie mit dem der nächsten Runde wieder einen Bye spielen werden, wenn sie jetzt eben so zu dritt durchkommen. Zumindest sieht alles erstmal danach aus. Ja, und boah, schwierig, ey. Schwierig, weil OG auf der T-Seite halt wirklich echt gut unterwegs ist. Ihr das 2.
gefällt mir, auch wenn sie natürlich auf der CT-Seite ein bisschen lucky waren in den ersten Runden. Ihre Executes sehr stabil. Ihre Aufbauten super. Und selbst solche frechen Shots wie der gegen Syrson stören sie nicht, um die Runden dann noch ziemlich solide runterzuspielen. Nochmal eine Buy-Round bei Big. Wo nehmen die das Kill denn gerade her, das Ray? Drei Waffen-Saves, drei Erlöser-Bonus. So, Kito. Oh. Er kriegt den ersten und diese Doppeldeckung sieht erstmal gut aus. Aber Xantaris jetzt alleine und die Flash ist super. Forst nochmal einen Spieler zurück in die Tunnel. Xantaris sucht sich einen neuen Winkel, eine unerwartete Position. Aber er kann sich ausspielen, Alexi B. Dieser Sekunde mit dem Peak, aber Tizian in der Mitte kann seine Waffe jetzt auch nochmal upgraden. 2-gegen-2 Situation, also dieses Mal ist der B-Spot angehbar für den Bigler. Ja, klare Sache. Syrson, bitte jetzt keine Cutter-Smoke. Oh, er wirft die Cutter-Smoke. Hätte ich lieber an der Door gesehen. Molotov rein, Flash hinterher, kann man direkt zum Spot fighten. Frank für Tizian, Pass, dreht sich um. Syrson mit dem Nächsten. Und scheiß auf den Molly auf der Bombe. Denn das wird man auch so diffusen können. Syrson hat sogar ein Kit, aber das braucht man gar nicht. 11. Runde Big. Jawohl. Es geht doch. Schöner Retake hier auf dem B-Spot. Ja, endlich mal. Selbst diese 2-gegen-2 Situation war noch ein erheblicher Nachteil gerade für Big in dem Retake. Aber sie schaffen das gut. Erste Vorarbeit natürlich da von Kito und Xantaris geleistet, die da quasi in einer Linie laufen, parallel laufen und die Frags holen. Und dann ist es Tizian mit einem wichtigen Frag in der Mitte, der überhaupt erstmal dazu kommt, seine Waffe dann nochmal zu upgraden, dass er das Duell gewinnt und dadurch dieser Retake überhaupt erst möglich. Ja. Und taktische Pause Big, die hier gezogen wird. Aber wir sehen die OG-Spieler. Da will ich lieber sehen, wie Tabson gerade nochmal Input gibt. Jawohl, genau. Und hier auch nochmal die ADR-Zahlen. Syrson einfach mit einer 101er ADR unterwegs. Auf der anderen Seite Walde, den wir da hervorheben müssen, mit einer 104er ADA. Das ist nach 21 gespielten Runden nicht selbstverständlich. Und auch der Utility Damage sieht aktuell sogar bei OG Esports besser aus. Aber ich glaube, dass es auf der CT-Seite ein bisschen einfacher ist, Utility Damage rauszuhauen gegen die anlaufenden Gegner. Deswegen kann sich das auch noch stabilisieren. BK versucht einen wegzulacken. Ich glaube, ich habe einmal gesehen in einem Cast, wie das passiert ist, dass da wirklich jemand diesen AK-One-Shot gesetzt hat. Das aber das ist, super, ist wirklich super so ein One-in-a-Million-Ding. So, und diese Runde extrem langsam, extrem abwarten von OG. Aber auch von Big, ne? Also es gibt bis auf Tizians aggressive Langposition nichts, was irgendwie zum Ausschließen geeignet wäre gerade. Wäre auch ein bisschen früh. Also wir haben natürlich jetzt das eine oder andere Wildere gesehen vom Big. Direkter Push in die Tunnels oder die Aktion von Syrson eben. Aber natürlich darf man das Ganze nicht übertreiben, darf man sich in jeder Runde spielen. Beide Teams wissen natürlich auch um die Relevanz dieser Runde, die Relevanz fürs Geld. Und allen voran natürlich, wenn wir auf den Rundenstand schauen, sind wir natürlich jetzt auch in der absolut heißen Phase dieser Map drinne. Und man weiß bei OG natürlich auch im Hinterkopf, wenn wir diese Map jetzt verlieren, dann geht's im Lower Bracket gegen Astralis. Und das steckt natürlich auch irgendwo noch da drin. Aber Kito, der steckt erstmal seine Kugeln in den Gegner. Und genug! Jawohl! Auf geht's, ey Junge, Kito, was geht denn bitte mit dir? Boah, wenn er den vierten noch gemacht hätte, ich hätte ihm direkt den Döner per Döner Express geschickt. Bam, Tapsen beendet's da. 12. Runde Big. Aber ich sehe, glaube ich, noch Kohle bei OG Esports. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Du hast es, glaube ich, ein bisschen besser auf dem Schirm gerade mit dem Geld. Könnte sogar eine Eco für OG sein. Ich meine, sie müssten jetzt. Also, es ist sehr verteilt, glaube ich. 2 bis 5. Klar, ja. Ja, also, es ist sehr verteilt. Lieber eine Eco. In solchen Situationen lieber eine Eco spielen. Gut ja, für Big. Außer Low dann kommt jetzt halt drin. Der Scout an Schuss. Ja gut, Tapsen kassiert einen kleinen Hit auf 76 HP runter. Cross nochmal rüber. Wollte es, glaube ich, so ein bisschen verkaufen, dass da noch ein dritter Spieler auf B ist, aber dann doch lieber in der City Base stehen. Eines leider kein Kingfeed mehr. Aber mach erstmal weiter. Du hast kein Kingfeed mehr? Okay, ich habe noch einen. Das kriegen wir hin. Soll ich dir einen abgeben? So, Walde. Da gehen sie kurz wieder durch, da kennen wir natürlich auch ein Muster OG Esports in der Eco.
Richtung Kurz unterwegs. Das wird vor allem dann eine Aufgabe für Tizian. Tapsen hilft auch ein bisschen aus. Ist jetzt wahrscheinlich... Oh Gott, die Nate. Ah, leider ein bisschen zu tief. Macht gar keinen Schaden. Da könnte Tapsen natürlich gerade auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wird getradet. Syrson muss aufpassen. Flasht sich jetzt erst nochmal selbst rein. Molotov hat die Viererposition. Auch Tizian nimmt mit, aber auch der wird getradet. Xantaris noch ein Frag hinterher. Es könnte wieder teuer werden, wenn Walde da noch zu einem Kill kommt. Aber das ist ein großes Wenn. Oh. Boah, Junge. Wie ich höre, ist dein Cleanfeed wieder da. Ja, ja, zum schlimmsten Moment, den ich mir hätte vorstellen können, aber er ist wieder da. Und Walde, jetzt hat noch eine Möglichkeit. Scout von Syrson jetzt auch noch auf seinem Rücken. Und er kommt nochmal in den Afterplant. Und das heißt alles nichts Gutes. Aber der hat keine Kevlar. Kito und Xantaris bleiben zusammen, werden jetzt über kurz kommen. Und beten wir einfach, dass er nicht schon wieder irgendwas macht. Ja, nee, das riecht doch nicht, dass beide kurz... Und Kito sagt sich, ja gut, wenn du keinen machst, dann nehme ich ja Xantaris noch raus. Nee! 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 Teamkill Counter 2. Das, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Egal. Wie, also egal. Wie, also... Ey, Big, wie teuer wollt ihr die Eco werden lassen? Ja. Aber nicht nur die, ne? Das ist schon, zieht sich schon ein bisschen mit den Ecos. Ey, vor allem wieder Xantaris, ne? Ja, also er hat keinen guten Tag heute. Nee, der kassiert heute die ganze Zeit. Aber hast du gerade Kito gesehen? Wie so, oh, was ist die, der Mund so groß? Aber dann zum Glück realisiert, Runde ist schon durch. Ja, alles halt so wie. Immerhin. Bitter wäre, wenn man so die Runde dann verliert. Ja, erst der Shot gegen den Mate und dann knallt Walde noch ein Deagle-Hit raus. Da ist aber instant die Timeout vorprogrammiert. Oh, Syrson. Oh, Junge, der Sprung. Ich wollte gerade sagen. Nein. Oh, jetzt kommt er nicht mehr weg. Jetzt kommt er nicht mehr weg. Und aber Leute, Safety habe ich die. Genau. Und er geht auf den Peak, aber Alexi. A-Spot offen. Tizian nicht gecheckt, aber es ist nur der eine. Hätte wahrscheinlich sogar noch weiter durchlaufen lassen können, aber irgendwann muss er ansetzen. Und jetzt Xantaris und Kito, AWP und M4 durchbringen. Dann ist nächste Runde noch was möglich. Da war die Runde davor noch so teuer. Das ist jetzt natürlich das große Problem, ne? Geldtechnisch. Wir haben jetzt 3 Runden in Folge gewonnen. Der Loser-Bonus ist komplett die Nice. Der ist komplett weg, ja. Oh, ja gut, das muss halt eine Eco sein. Ja, weil halt Xantaris viel. Kommt halt auf 3000, nächste Runde hat noch einen vollen Gürtel, das heißt, er kann auf jeden Fall eine... Er kann Farmers legen. Farmers legen, vielleicht... Reicht halt auch für 100 M4. Dollar nicht für die M4, oder hat er die Schalli M4 drin? Wenn er die Schalli M4 hat, A4 nur gepickt. Ja. Bin ich mir gar nicht sicher. Und Kito kann natürlich die AWP weiterlegen, sich selbst Rifle nachkaufen. Wenn natürlich wenn alles durchkommt, alle das ist immer noch das überleben, Grundparameter, was irgendwo bedient werden muss, Kito... Ja, und auch OG muss aufpassen, dass sie nicht zu viele Waffen verlieren. Bei beiden Teams das Geld halt wirklich dramatisch knapp in dieser Endphase. Und das war die einzige Waffe, die sie sich noch leisten konnten, bei OG eSports zu verlieren. Wollen lieber 3 Leute noch durchbringen. Hier auch nochmal der Refrag gegen Tizian. Aus der Position kann Tizian dann auch meiner Meinung nach nicht mehr machen. Der zweite Spieler, das hat man beim Anlaufen gesehen, hat ihn ja gecheckt. Bevor er, bevor bekannt war, dass Tizian da stand. Also er wäre auf jeden Fall überprüft worden. Und wenn er am Ende dann wartet und gar keinen macht, dann fragt wieder jeder, warum schießt er nicht auf den ersten? Nee, klar, es ist dann das der High Risk natürlich in dem Fall zu gamblen, dass du nicht von weiteren Spielern gecheckt wirst, keine Frage. Ja. Aber dadurch, dass die Runde in der Sekunde so aussichtslos aussieht, ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Runde nochmal aufzumachen. Sie haben nochmal gekauft und sogar Doppel-AWP. Hat Kito sich nämlich auch noch eine gegönnt. Jetzt wird aber der B-Execute von OG eSports gerade vorbereitet. Da könnte Kito natürlich genau im richtigen Moment eingreifen. Aber er hat auch eine Double-Door-Smoke parat. Tapsen, der kommt nicht weg. Kito. Und das muss man saven. Direkt weg, ja. Also, hört sich dumm an, weil man nur einen Spieler bisher verloren hat. Aber in der Situation würdest du die ganze Zeit nur Spieler reinwerfen, die ganz easy gepickt werden können von OG eSports. Und diese Doppel-AWP ist meiner Meinung nach zu teuer, um das nochmal zu riskieren. Ich denke, hier hat Big einfach nicht damit gerechnet, dass genau dieser Go gespielt wird. Und ja, da hat sich auch. Tempowechsel halt auch noch. Genau, dass sie das so schnell gemacht haben. Das letzte Mal was Schnelles gespielt. Also, Tapsen komplett Open Field, kann überhaupt nicht mehr weg nach dieser Flash. Und dann ist halt wieder das leidige Thema: B-Spotters 2, den du in Unterzahl quasi nie angehst.
und selbst in gleicher Mannzahl nicht immer zwingend angehst. Ja, nur wenn du ein Timing hast oder die entsprechenden Granaten. Ja, OG, OG, OG. Das machen sie gut. Und oje, 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 Aussicht vom Big Clan. Tja, aber immerhin, diese vier Waffen sind noch durchgebracht worden. Man hat die beiden AWPs durchgebracht. Und man weiß, selbst wenn wir jetzt diese Runde hier verlieren, dann haben wir nochmal ein Buy in der Hinterhand mit dem, was wir jetzt noch im Portemonnaie haben. Ja. Das sind vielleicht nochmal die positiven Gesichtspunkte, die man irgendwie noch mitnehmen kann. Aber da muss man auch positive Dinge natürlich suchen. Dritte von vier jetzt gezogen. Und da sehen wir auch, wie Dude mit dem Team am Kommunizieren ist, wie er nochmal Input gibt. Wahrscheinlich jetzt ganz wichtige Informationen, die da weitergegeben werden von Dude an Tapsen. Wie sieht der Plan für die nächsten Runden aus? Kriegt man das in einem 2-0 beendet? Taktische Pause jetzt auch durch. Wir haben es auf dem Bildschirm von Tapsen gesehen. Ich überlege gerade, was spielt OG? Ich finde, sie haben bisher ziemlich viel, also ziemlich oft den B-Split gut ins Ziel gebracht. Ihre Kurzplays waren nicht verkehrt, haben sie häufig in der Eco gespielt. Auch die Alarmkontrolle schon ein paar Mal dabei gewesen. Aus dem Verlauf ist gut zu erkennen, was in der nächsten Runde kommt. Ich bin nicht dazu in der Lage, das zu erkennen, aber Tapsen zu 100%. Starker Anschuss gegen Syrson hier von Mantu. Der läuft erstmal mit 12 HP weiter und anscheinend wird die Position verändert. Syrson wahrscheinlich Richtung Alarm. Oder Alarmkante Richtung Kurz geht auch. Und da hat man Tizian mit seiner 5-7 in der richtig guten Position. Ich glaube, Walder hat es A nicht mitbekommen und B, oh Gott, die flashen ihn da sogar rein. Wow. Es ist halt gut. Syrson. Es ist halt wirklich gut. Syrson jetzt über einen Frag gemacht. Direkt die Smoke hier vorne. Gleichzeitig auch der Druck an Kurz. Das ist super schwer zu handeln, gerade für Tapsen und Syrson. Ich bin mir nicht sicher, wie genau man das jetzt lösen soll. Es muss jetzt hier direkt Tapsen. Er hält kurz sauber, aber Alexi W klickt ihn raus. Syrson von beiden Seiten im Bedrängnis. Jetzt kann die zweite AWP noch helfen. Und Syrson muss diesen einen Shot da haben. Schauen Sie beide Richtung den kurz. Druck von Lang. Die sind direkt neben. Was? Oh, der eine Kito ist nochmal drin. Kito, der könnte den Cross hier noch abfangen. Aber Xantaris ist jetzt da. Und er kommt von hinten. Aber nein! MPK hat den Blick. Oh, ich glaube, es liegt eine gute Cross-Smoke. Da können sie die Bombe auch gut rüberwerfen und müssen gar nicht facen. Kito kommt aber direkt über kurz vor und legt die offen. Oh, der hat ihn! Was? Warum legen die denn offen? Aber NBK mit Junge, Molly kann kurz mal, wieder dicht machen. Theoretisch, jetzt Kito von jetzt durch und er muss crossen! Oh, nein! So gut gedacht von Kito! So gut gedacht und ich glaube, die Kommunikation war ein bisschen off, Desiree. Ich glaube, Kito sollte lang schauen. Richtung K. Von der Kreuzung aus und Syrson hält vom Auto aus dann kurz. Und das war nicht gut kommuniziert von beiden. Ja. Gut, dass Syrson zumindest aus der Situation halt trotzdem noch einen mitnimmt dann. Aber. Ach, verdammt. Ja, wenn er den. Oh Gott. Aber Syrson, was ist das denn für ein Konter okay. Direkt? Also keine Byron, man geht in Low Invest hinein, hat nicht gereicht. Ein bisschen falsch gerechnet vorher. Tapsen mit der P250 nochmal auf die Distanz mit einem weiteren. Aber man hat halt jetzt P250, Diegel und nochmal die gepickte Scout von Syrson. Damit muss man jetzt diese Runde hier durchbringen. Alexi B, 30 AP, der hat schon mal einen Anschuss genossen. Der wäre natürlich ein eher leichtes Ziel jetzt an der Stelle. Und man könnte auf lang sich zumindest nochmal die eine Waffe gleich snacken. Da ist man gerade schon auf dem Weg. Also Xantaris wird da gleich an die eine AK kommen. So. Ey, Tizi, komm, gib Gas Richtung B, auf geht's. Ja, du riechst das doch schon. Er zielt B schon an, aber die haben langsam gemacht. Die mussten erstmal den Hirschkäfer bringen. Tapsen. Nicht so laut, nicht so laut, Mann. Nicht so laut, nicht so laut. Oh, er wird nicht gehört. Er wird nicht gehört, Junge. Er hat hier das perfekte Timing. Er ist genau so weit hinten, Junge, wie er sein muss. Junge, Waffe in die Hand. Waffe in die Hand. Jetzt sieht das so. Oh, Tapsen drückt sie weg. Oh, nein, pass. Nicht ganz. Aber pass. Junge, wie krass kann ein Timing bitte sein? Das Einzige, was mich gerade stört, ist, dass Walde noch steht. Das bleibt immer noch ein großer Risikofaktor. Zumal keine Kevlar bei Xantaris und Tizian. Xantaris könnte sofort verziehen, sobald eine Kugel da reinknallt. Und gerade keiner den Blick zu B. Tizi jetzt wieder nach oben. Und der hat die Scouter. Der muss jetzt Walde da einfach irgendwie den Kopf wegscheppern. Ich mache einen Anschluss. 20 Sekunden. Ah, der hätte sogar auch. Walde spürt natürlich langsam auch den Zeitdruck. Oh Junge, was für ein schlechter Smoke von ihm. Aber ich glaube, er will durch. Ja, er will durch.
Nein, doch nicht. 10 Sekunden. Und jetzt. Einmal der Fake. Tizian läuft rein. 7 Sekunden. Jetzt muss er gleich durchlegen. Und er legt durch. Xantaris zielt es an. Jetzt drück ihn weg, Xantaris. Jawoll! Das ist der Eco-Sieg für Big. 14-13 OG Esports. Ja, die werden aber noch jede Menge Geld haben, um nochmal kaufen zu können. Leute, nochmal Gas geben im Chat. Komm, die letzten Runden jetzt. Big nochmal anfeuern. Nochmal die Emotes reinknallen. Da gibt's erstmal Kätzchen. Ja, die schwarze Katze läuft bei MBK drüber. Wenn das kein gutes Zeichen für uns ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und hier tapsen. Oh Junge, den dritten habe ich halt gesehen, ey. Wäre das legendär gewesen, wenn er da alle drei gemacht hätte. Das ist so eine unglaublich wichtige Runde gerade. Ja. Und jetzt sind sie halt komplett equipped. Doppel-AWP. Ja. Und das zum Stand von 14-13. So, Flash ist gut. Manto zieht sich zurück. Na, Big bekommt die Alarmkontrolle. War natürlich teuer. Sie haben dazu noch die Smoke an die Door geworfen. Molotov an dem Container. Aber Alarmkontrolle auf der CT-Seite zu haben, extrem angenehm. Vor allem Sürson, der hier Richtung Alang noch aushilft, damit Tizian da ein bisschen Ablenkung hat. Und oder für ihn abgelenkt wird, besser gesagt. Und dann kann Sürson natürlich auch sagen, wenn kurz was kommt, dann schaue ich von dort hin. Und das Wichtige ist, Alang auf Retake ist aus der Position sehr gut möglich. Oder auf Retake. Ja, in der Mitte hat man jetzt auch nochmal einen Crossfire gerade auch gehört mit Tabson und Xantaris. Da wird zumindest Ordinate Steve wird schön kommen. Ja, aber richtig knackig. Boom, ja komm, die hat doch mal eine Ratsche verdient, Freunde. Die Orca-E sitzt mal wieder. Ich sag ja, Utility Damage auf der CT-Seite ein bisschen leichter zu farmen. Zumindest auf das 2. Der gebündelte Gang alleine jetzt, schon, jetzt, der T ist deutlich reden Sie, jetzt reden Sie das hier mit dem Kurzgau. Und Tapsens Position im Goose natürlich richtig gut. Jetzt muss man nur die Aufmerksamkeit da in Richtung Sürson ziehen. Er geht aber direkt rum! Und er nimmt beide! Nein, einer von ihm und danach vom Molotov vergoldet! Alexi B, der letzte Überlebende! Und jetzt haut den einfach nochmal kurz in eine andere Galaxie. Dann ist die Overtime schon mal safe. Ja, sehr gut. Das Geld ist low und alles ist gut. Alles ist gut, Freunde. Richtig gut gespielt. Vor allem Tapsen peakt, bevor die Flash kommt. Macht 2 Kills damit, dann zieht er sich zurück. Sürson wirft die Flash. Tapsen noch ein 3. Kill hinterher. Und den letzten, boah, den zwirbelt Sürson aber richtig schön oben in den Winkel rein. Ne, und ja, da sehen wir doch, Leute, das ist die Doppelbäckerfaust gerade. Die müssen wir umbenennen übrigens in Doppeltapsenfaust. Natürlich. Die Bäckerzeiten sind vorbei. Schon lange. Welcher Bäcker? Und wo Darts herkommt, da kommt noch mehr. So, Tizian down, Mantu, aber alles noch fein. Sie sind in einem krassen Waffennachteil. Und Sürson, der hütet lang. Doppeldeckung auch Richtung lang geschoben. Wichtig ist natürlich gerade Waldes Position. Wenn der jetzt gegen B ausschließen geht, dann ist halt vorbei. Junge, das ist ziemlich overcommitted von Big, wenn du mich fragst. Erinnere mich eine Runde an Inferno, wo fast das ihn auch die Runde gekostet hätte. Aber guck mal, jetzt rotieren sie einfach alle B. Oh, und Alexi B sieht's nicht, weil sie nochmal nachgesmoked haben. Problem, Alexi B kann die Smoke ausspielen. Ja, und der wird hier nicht erwartet werden von Sirson. Unmöglich. Was ist mit dir los, Mann? Keto! Und jetzt geht's einmal rein durch die Smoke. Hau noch was weg. Damage gemacht, Xantaris. Und jetzt ist es geschehen. Jawohl, ja! 2-0! Freunde, 2-0 gewinnt Big hier heute gegen OG Esports. Zieht damit ins Winner-Bracket-Finale von Gruppe A der Blast Premier Spring ein. Und das war zwar alles knapp, wenn wir ehrlich sind, aber am Ende doch alles sehr, sehr abgeklärt vom Big Clan. Ja, also man muss definitiv auch den Hut davor ziehen, was OG hier geleistet hat. Und ja, da wird der eine oder andere jetzt sagen, er hat durch die Smoke gelackt. Klar war das auch ein Teil, das ist Ausdruck auch von Spielgefühl. Die haben hier definitiv auf Augenhöhe performt.